Hier ist Ronja und wir spielen heute Minecraft Skyblock, aber nicht normales Skyblock, sondern man hat nur einen Block. Also, man hat nur einen Block. Falls ihr euch fragt, ja toll, jetzt stehst du auf einem Block, was machen wir denn jetzt? Der Block unter mir regeneriert sich. Das heißt, wenn ich den jetzt einmal abbaue, kommt einfach direkt ein neuer Block. Es ist nicht immer Dirt, das wechselt dann durch. Den kann ich dann zum Beispiel daneben bauen und so weiter und so fort und dann wie normal im Skyblock auch meine Welt bauen. Aber der Trick an der Sache ist, du hast bestimmte Zyklen, die du durchlebst. Das heißt, am Anfang hat man ganz normal das Feld. Also man hat die Dirtblocks, man hat halt keine Ahnung, was man noch im normalen Feld hat. Lehm? Weiß ich nicht. Danach kommen Höhlen, Stein. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe es noch nicht selber viel gespielt. Ich habe es mir nur einmal kurz angeguckt. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt gemeinsam. Und ich hoffe, man kann auch Tiere da rauskriegen aus dem Block. Also ich hoffe, jetzt kommt nicht direkt ein Creeper und sprengt mir alles weg. Das wäre ein bisschen unglücklich. Dann würde ich sagen, lass uns anfangen. Oh ja, wir kriegen Holz. Nice. Das ist gut. Oh, okay. In der Kiste kann was drinne sein. Das heißt, wir nehmen uns jetzt das Leder und die anderen Sachen. Und da stehen noch immer Tipps. Also hier steht, Kisten können auch kommen. Ach, Überraschung. Okay, wir haben jetzt die Kiste. Das heißt, vorzugsweise... Okay, ich denke ganz kurz nach. Wir wollen ja, dass hier alles voller Gras wird. Deswegen machen wir hier schon mal ein bisschen was drumherum, damit wir auch gleich leben können. Okay, hier können wir unsere Kiste hinstellen, damit wir unser Loot da reintun können. Damit ich nicht am Ende alles in der Hand halten muss. Lehm. Alles klar. Er sagt, es gibt 10 Phasen. Das ist, ich habe schon mal mir sowas vielleicht angeguckt, deswegen weiß ich schon, welche Phasen es gibt. Also ich weiß nur die ersten zwei. Ich habe es noch nicht so viel geschaut, weil ich mich noch überraschen lassen wollte. Genau, jede Phase hat ein Thema. Inventar. Hä? Okay, nice. Dankeschön. Ich habe ein Recovery Kit gekriegt. Man hat 1 von 3 Recovery Kits. Also wie ihr merkt, es gibt so ein paar Regeln. Und ja, wir haben jetzt hier erstmal eine Spitzhacke. Also, okay, es kommt noch das Nether, es kommt das Ende. Und wir farmen jetzt erstmal hier fleißig weiter Materialien und bauen unsere Insel aus. Kiste! Kiste ist bis jetzt noch nicht so erfolgreich gewesen. Er sagt, ich soll meine Items in die Kiste tun. Habe ich ja schon gemacht. Habe ich ja schon fleißig angefangen. Aber kann ich gerne auch weitermachen. Und wir bauen uns... Ich möchte ja hier auch irgendwann mal eine Plattform haben. Ich hoffe, ich falle nicht nochmal runter. Also ich weiß nicht, was danach passiert. Ganz ehrlich, ich... Keine Ahnung. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Wir haben 1 von 3 Recovery Kits. Was gut ist. Aber das heißt ja nicht, dass es nochmal passiert. Also nach dem 3. Mal. Dann bin ich vielleicht einfach tot und hab verloren. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht verlieren. Wir wollen das Ganze hier gewinnen. Kürbis. Nicht schlecht. Wir haben Essen. Melone. Nicht schlecht. Wir haben noch mehr Essen. Ein Schwein. Hallo Schweinchen. Nicht. Okay. Schweinchen, bitte nicht fallen. Ich baue dir ein schönes Zuhause. Unser erster Freund. Wir nennen dich... Ich will immer alle Tiere Billy nennen, aber das ist kein guter Name, den ich immer recyceln kann. Ich kann nicht sagen, oh ja, du heißt auch Billy. Wir nennen dich nicht Billy. Wir nennen dich Bert. Willkommen, Bert, auf der Insel. Schön, dass du da bist. Auf dem Crafting-Block, da stehst du in Sicherheit. Ich weiß nicht mal, was das hier ist gerade für Schlamm. Wir wollen natürlich jetzt als primäres Objective, wollen wir auch ein Bett für... ein Bett? Ein Gehege für Bert bauen, weil das kann ja nicht sein, dass er die ganze Zeit auf seinem Crafting-Block da wohnen muss. Oh, wir kriegen ein anderes Holz. Das ist nicht schlecht. Viele Leute mögen aus irgendeinem Grund Birkenholz nicht. Und ich weiß nicht warum. Oh, Kiste. Sonnenblume. Rote Farbe. Let's go. Oh, Kuh. Hallo. Oh, fall nicht runter. Kleiner Freund. Hallo, Kuh. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich langsam mal an unserer Farm arbeiten. Ich habe leider noch nicht genug Holz, um eine... Eichenfarm zu machen. Wir müssen der Kuh auch einen Namen geben. Sie heißt Olaf. Olaf die Kuh und Bert das Schwein. Ich hoffe, ihr werdet für immer meine Freunde bleiben. Hühnchen! Hallo Hühnchen. Willkommen auf der Farm. Willkommen bei deinen Freunden Bert und wir hören mal wie die Kuh. Olaf haben wir die Kuh genannt. Du kriegst keinen Namen. Du bist nur ein Hühnchen. So, liebe Tiere der Farm. Ihr kriegt hier hinten euer kleines Gehege. Yay!
Es wird ein sehr kleines Gehege. Ich hoffe, es stört euch nicht. Massentierhaltung wird hier groß geschrieben. So. Und zack. Und der Rest, der kommt noch, ja? Also kein Stress. Bisschen Angst um mein Hühnchen. Aber nur so ein Müh. Was mir gerade auffällt. Ich habe ja Saplings. Wir bauen hier scheinbar Birke. Birke ist unser bevorzugtes Holz jetzt. Viele Leute mögen Birke nicht. Aber, ne? Wenn man nichts anderes hat, dann nimmt man halt auch Birke. Wir bauen unsere kleine Farm aus, die leider sehr, sehr klein ist, aber das ist kein Problem. Denn die Tiere kennen es nicht anders. Sie kennen nur die Gefangenschaft. Jetzt packen wir erstmal unseren Kamerad. Schweine essen Möhren, ha? Geh hier rein, geh hier rein, geh hier rein. Rein mit dir. Rein. Und zu der Laden. Oh, wir haben ein Schaf? Seit wann haben wir ein Schaf? Du bist neu? Hi, Schaf. Ohne Nahrung. Oh Gott, das lebt halt auch wieder am Limit, ne? Das ist sehr gefährlich da oben. Schaf, bitte. Geh mal übergangsweise zu Bert in den Stall. Okay, Schaf will nicht. Das ist nicht schlimm. Oh Gott, du. Warum stehen die immer im Nichts? Das macht mich wahnsinnig. Tiere, geht in eure Ställe. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Oh, noch ein Hühnchen. Noch ein Schaf. Okay, so langsam wird es hier eng. Geh weg, Schaf. Oh Gott, wir brauchen eindeutig sehr viel mehr Platz. Okay. Das ist unser neues Baumaterial der Wahl. Hier können wir nämlich dann erweitern. So, Della. Nein, 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 nein! Nicht schon wieder! Nein! Mein ganzes Holz! Mein ganzes Holz! Ich will kein Recovery Kit, ich will mein Holz zurück! Guck mich nicht so an, Schaf. Du fällst gleich als Nächster. I'm so sad. Oh, warte, die Birke ist schon fertig? Das ging fast. Das ist, unerwartet. Warte mal, wir müssen einen neuen Crafting-Block hinsetzen. Den würde ich aber hier hinten hin machen. Dann kann ich hier irgendwie meine nützlichen Sachen hinbauen und mein Haus später vielleicht. Das ist ein bisschen der Gedankengang. Und dann können wir hier erstmal eine kleine Axt machen. Damit wir den Block abnieten können. Rate mal, was wir jetzt für eine Farm machen können. Wild. Wild. Wir können... Achtung, aufgepasst. Wir müssen die Kisten abbauen, oder? Ja, wir müssen die Kisten eigentlich nach da hinten verlagern. Achtung, Umstrukturierung. Dann wird hier nämlich der Tierpart. Ich bin so froh, dass ich mittlerweile diese... Ah, nein! 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 Nicht schon wieder mein ganzes... Meine ganzen Zäune! Meine 21 Zäune! Wieso passiert das? Ich habe keine Recovery Kits mehr left und ich bin wütend. Ganz toll, danke für gar nichts. Blödes Spiel, ich hasse dich. Ich wollte doch nur... Wie baut das Ding unter der Kiste ab? Are you kidding me? Wenn jetzt mein Schaf stirbt, dann hat es es verdient, weil sie die ganze Zeit auf der Kiste stand. Okay. Glück gehabt, Schaf. Nochmal Glück gehabt. Hier ist der richtige Block. Gott im Himmel, warum? Mann, meine ganzen Zäune. Ich wollte gerade die Farm meines Lebens bauen. Bin los. Ich habe auch keine Kisten mehr. Ich bin so sad. Mein ganzes Inventar ist weg. Alles, was ich bis jetzt erbaut habe, ist weg. Es ist einfach alles weg. Ah, Schafe, ihr geht in den Stall. Rein mit euch. Rein, rein, rein mit euch. Schafe, ich will es nicht nochmal erleben. Rein. Ich will nicht, dass ihr auch noch sterbt. Ah, das ist so frustrierend. Why? Why did that happen? Ich glaube, was wir momentan machen wollen, ist erstmal ein Feld bauen. Oh, okay. Kuh Nummer 2. Ab in die Massentierhaltung mit dir. Rein da. Rein. Rein da. Ab in dein zukünftiges Gefängnis. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier. Mit deinen anderen Tierfreunden. Oh, Kiste. Okay, wir haben Wasser. Wir haben Benevolent Gift. Okay. Das heißt, ich weiß nicht, was das heißt. Das Wort benutzt man gefühlt nie im Englischen. Aber fein, nehmen wir. Und wir haben Wasser. Jetzt dürfen wir das Wasser, dürfen wir uns nicht kaputt machen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, es kommt hier hinten rein. Damit ich nachher meine Farm aus den ganzen Samen, die ich schon gesammelt habe, machen kann. Die kommt hier rüber links. Nur damit ihr das wisst.
Oh, warte. Upgrading in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und du hast Phase 2 den Untergrund erreicht. Oh, vielleicht kommt ein Monster mittlerweile. Das ist natürlich sauschön. Da freuen sich meine Tiere, die direkt vom Monster, gekillt werden. Ne? Das ist uns hoffentlich klar. Oh, warte. So. Bevor wir jetzt hiermit weitermachen, können wir... Achtung, aufgepasst. Wir bauen einen Ofen. Bedam. Wir bauen eine richtige Spitzhacke. Bedam, bedam. Der Ofen kommt hier hoch. Der kommt meinetwegen direkt hier hin. Und die andere Kiste kommt hier dran. Und es läuft so gut. Ich meine, klar, wir hatten Setbacks. Aber technisch gesehen sind wir wieder vorne mit dabei. Oh! Pilzkuh. Okay. Hi. Was geht ab, Pilzkuh? Du bist da auf einem gefährlichen Spot. Aber gar kein Problem. Ich habe hier natürlich schon ein kleines Häuschen für dich vorbereitet. Rein da. Kannst du mit da... Ey, die brechen aus! Egal, wenn einer von euch fällt, ist es nicht mehr meine Verantwortung, ja? Es ist eure Schuld. So. Durch das Eisen haben wir die nächste Möglichkeit erschlossen. Und zwar haben wir eine Schere. Durch die Schere haben wir die nächste Möglichkeit erschlossen. Wer nicht hört, wird geschert. Au! Nein, Entschuldigung! Ich habe immerhin die Worte noch gekriegt. Besser ist es. Wir können ein schönes weißes Bett machen. Dim, dim, dim. Weißes Bett. Dann müssen wir nicht mehr nachts arbeiten, sondern können nachts schlafen. Hier in unserem Alibi-Haus. Ah! Gott. Ich bin gleich tot. Schlechte Nachrichten. Ha! Gute Nachrichten. Ich bin nicht gestorben. Ich habe mich auch nicht erschreckt. Gar nicht. Als der Zombie kam. Mm-mm. Was können wir denn Sinnvolles aus Eisen bauen? Eine Eisenspitzhacke, ha? Huh? Das wäre doch was. Generell, wir können Eisenmaterialien machen. Eisenschaufel wäre sinnvoll. Eisenschwert wäre sinnvoll. Gegen weitere Zombies. Gott, jetzt kriege ich die ganze Zeit Hunger. Hm. Unglücklich. Was machen wir denn jetzt? Ich denke, es gibt nur einen Weg, hier sinnvoll weiterzuarbeiten. Und das ist, indem wir mal mein Haus vergrößern. Jetzt sagen, wir haben einen erfolgreichen Arbeitstag hier erstmal hinter uns und legen uns erstmal ins Bett. Was ich jetzt nämlich habe, weil ich das Schaf nämlich geschoren habe und das andere aus Versehen gekillt. Aber ich meine, es ist seine Schuld gewesen. Wenn es hier nicht, ne, hören kann, dann muss es halt auch mal die Konsequenzen tragen. Und hier hinten wird jetzt quasi mein Haus. Da brauche ich jetzt nur noch, naja. Ihr wisst schon, Haussachen. Ich habe doch so viel Lehm. Kann ich nicht aus Lehm jetzt meine Hauswand bauen? Das sollte doch machbar sein, oder? Campfire? Ich will auf jeden Fall ein Campfire. Okay, dafür brauche ich 3 Stöcke, eine Kohle und irgendeine Art von Holz. Aber richtiges Holz. Dim, dim, dim. Dim, dim und dim und dim. War das richtig? Campfire. Träumchen. So. Ich meine, wenn das jetzt ausgeht. Wenn das keine unendliche, gemütliche Feuerquelle ist, dann bin ich aber stinkig. Das kann ich nur schon mal sagen. Das kommt hier hin. Wow. Wie gemütlich. Wie kuschelig. Warte, Lehm konnte man schmelzen, oder? Konnte man da was draus machen? Oh, wird da Terrakotta draus oder so? Es ist, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. Das ist ja wirklich furchtbar. Komm schon. What you gonna do? Terrakotta. Sehr gut. Das heißt, das lassen wir hier erstmal brutzeln. Dann können wir nämlich daraus eine Wand bauen. Und dann haben wir ein solides Haus. Okay, das war tatsächlich nicht so viel Schaden, wie ich gedacht hätte, dass er anrichtet. Gott sei Dank. Ich habe leider... Doch, ich hab sogar meinen Baum gekriegt. Das heißt, hier zu wieder den Laden. Anstatt hier weiter zu stressen, denke ich, bauen wir hier hinten jetzt mal an unserer Farm weiter. Wir wollen ja hier eine kleine, aber süße Weizenfarm oder sowas machen, damit wir wenigstens richtige Nahrungsmittel machen können, weil langsam... geht uns das Essen aus, was nicht unbedingt gut ist. Wir haben aber nicht genug Dirt. Nie haben wir genug Dirt. Wir füllen hier unten mal die Kohle nach. Dann holen wir schon mal unser Terrakotta hier raus.
Und dann würde ich sagen, fangen wir hier schon mal an mit einer Rückwand, richtig? Zack, 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 zack. Und zack. Und wenn ich jetzt zwei mehr hätte, zufälligerweise zwei, die ich durch Abbauen verloren habe, dann wäre das richtig schön und harmonisch. Aber nein, ist es nicht. Aber das ist okay. Naja, das war es dann aber auch für diese Folge. Falls es euch gefallen hat und ihr möchtet, dass ich das weiterspiele, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch und schreibt dem Ganzen einen Kommentar. Dann mache ich das gern. Und ansonsten sehen wir uns nächste Folge wieder. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Über 70% von euch haben das nicht gemacht, ja? Also spreche ich mit der Mehrheit, wenn ich jetzt sage, geht runter und drückt auf den Knopf. Danke. Auf Wiedersehen. Ciao!